So, da geht's weiter bei God of War Chains of Olympus. Immer noch in den Tiefen des Hades. Und wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben bei einem Speicherpunkt. Und ich muss mich erstmal wieder orientieren. Ich glaube aber da oben geht's weiter, oder? Ja, sehr gut. Und die Wand sieht so aus, als könnte man sie erklimmen, was natürlich auch so ist. Aha, ein interessanter Baum. Was hängt denn da dran? Okay, ich schätze mal, das sollen Totenköpfe sein. Aufgespießt auf Stöcken oder an Seilen festgebunden. Ich weiß nicht, welches kranke Hirn da mal wieder gedacht hat, er müsste was machen. Okay, die Tür sieht so aus, als wäre sie später noch wichtig. Verzeihung. Sie sieht auf jeden Fall nicht so aus wie eine Tür, die nicht niemals aufgehen wird. Habe ich das Gefühl. Ach, wieder ein schöner Ausblick. Ja, ja, sowas kann God of War gut. Okay, da unten fließt Blut raus und da oben auch und überall und bäh. Okay, was kommt jetzt? Die etwas stärkere Version von diesen schwebenden Gegnern. Die aber auch genauso leicht ihr Schild verlieren. Also wo ist das Problem, Leute? Komm, die sind doch kein Ding hier. Nur weil sie jetzt ein bisschen komisch grün leuchten, soll mir das Angst machen? Okay, sie könnten eine ansteckende Krankheit haben, aber... glaube ich. Oh, und sie könnten sich ihr Schild wiederholen. Aha. Gut zu wissen. So, das war's schon wieder mit dem Schild. Und er ist fertig zum Finishen. Was er jetzt natürlich auch tun. Und, achso, okay. Drehen. Und komm schon! Kopf ab. Na, habe ich nicht gesagt, das wird noch wichtig. Okay, dann ist der andere also für die andere Seite zuständig. Der Typ hier sieht ein bisschen aus, oder diese Typen ein bisschen aus wie Sauron, oder? Ich meine, Sauron hatte kein Schild, aber dafür hatte er, naja, auch keine Axt. Er hatte einen dicken Morgenstern, aber auch so vom Helm her. Sehr schön, das Tor ist offen. Und ich bin eigentlich auch ziemlich geheilt. Gerade Energie durch die Gegner wieder bekommen. Und da ist ein Buch, was wir noch lesen können. Das wir, glaube ich, auch machen. Was denn mit dem Tor hier? Das geht anscheinend nicht auf. Oder auch erst wieder später. Die Tore des Hades. Die Seelen der Toten betreten das Reich der Unterwelt durch die Tore des Hades. Ja, macht Sinn. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück, um durch das Tor zu kommen. Und ich habe eine Menge Orbs, sehe ich gerade mal. Wow. Damit kann ich meine Klingen auf jeden Fall schon mal aufwerten. Und normalerweise müssten sie jetzt auf Maximum sein. Tartarus-Rage-Luft. Ja, Maximum. Gut, die Klingen sind auf Maximum. Ihr seht, wie schnell das geht. Und ja, jetzt können wir Orbs erstmal sammeln. Sehen die denn jetzt anders aus? Okay, sie leuchten jetzt auf jeden Fall rot. Naja, aber in den anderen God of War Spielen war es halt auch so, dass die Klingen dann auch angefangen haben zu leuchten. Also, selbst wenn er sie auf dem Rücken trägt, meine ich jetzt. Aber die haben sich jetzt optisch gar nicht verändert, aber naja. Und wir haben auch noch gar keine andere Waffe bekommen. Wir haben sonst immer irgendwie eine Zweitwaffe gehabt. Wir haben bis jetzt nur den Ifrit ja halt und das Schild, aber damit können wir ja nicht viel machen. Ja gut, und diesen Wurf. Aber egal. So, weiter geht's. Mal sehen, wo uns der Weg hinführt. Feuer. Mehr Feuer. Eine große Treppe. Und eine Statue. Ah. Jo, die Tür ist zu. Und wir dürfen mal wieder ein paar Kisten öffnen und noch mehr Orbs sammeln, die wir noch nicht ausgeben können. Ja, das stimmt also wirklich. Man kriegt hier wirklich Orbs im Überfluss. Yeah, und unsere Gesundheit erhöht sich wieder. Sehr schön. Und das war auch das letzte Mal, denke ich mal, dass sich die erhöht hat. Ja, und denn wir haben nämlich ein Trophäe dafür, dass wir alle Gorgonenaugen gefunden haben. Und wir haben gerade mal, ich habe mal auf die Spielzeit geguckt, glaube ich, gerade noch 2,5 Stunden Spielzeit und haben jetzt schon alle Gorgonenaugen. Ihr seht also wirklich viel, kommt da glaube ich nicht mehr. Es ist wirklich nicht so umfangreich, Chains of Olympus. Könnte sogar sein, dass es mein kürzestes LP wird. Aber ich glaube, Ghost of Sparta ist dann ein bisschen länger, habe ich jedenfalls gehört. Ob es stimmt, ist eine andere Frage. So. Kommt her, meine Klingen sind auf Stufe 5, ihr könnt mir gar nichts mehr. Wow, hier sind überall noch komische... Boah.
Komische Klingen, die dem durch den Boden säbeln. Diese Vögel hier. Oder Harpien, was auch immer das sein soll. So, komm, ab mit dem Kopf. Öffnen die denn wieder was? Nee. So, der nächste auch noch. Dann hätten wir die schon mal weg. Uff. So, alles klar. So, die sind auch tot. War's das? Okay, auf jeden Fall muss ich irgendwas machen mit den Klingen hier. Weil da die Eingänge, wo die Klingen schließlich wieder verschwinden, die leuchten. Kaputt machen vielleicht? Nö. Aber sie leuchten. Ja. Vielleicht konnte man das auch während des Kampfes machen, irgendwie, um die abzuschalten, damit die nicht mehr da rumsäbeln. Aber sonst kann ich hier, glaube ich, nichts, ne? Nee. Keine Ahnung. Ich gehe erstmal weiter. Vielleicht kommt das noch. Mal sehen. Da hinten leuchtet auch wieder was. Ein Tor und ein Speicherpunkt. Und eine Glocke, die wir anscheinend betätigen dürfen. Aber hier steht auch noch eine Kiste. Die ich natürlich erstmal mitnehmen werde. So. Speicherpunkt. Sonst nichts mehr. Sicher. Ja, anscheinend. Dann läuten wir mal. Das ist die Türglocke. Charon. Wir teilen dasselbe Schicksal, Kratos. Die Götter erlösen keinen von uns von seiner Qual. Geh nun. Deine Zeit ist noch nicht gekommen, Sterblicher. Aua. Ja, das ist der Fährmann, der die Seelen rüber auf die andere Seite bringt, sozusagen. Und auch er hat ziemlich Beef mit den Göttern, sag ich mal. Und ist deswegen auch ziemlich angepisst und fleht darum, eigentlich Erlösung zu finden. Aber die können wir ihm ja geben, anstatt dass die Götter das für uns machen. Machen wir das halt. Ist aber schuld, wenn der uns hier angreift. Komm her. Okay, und der schießt immer mit komischen Energiekugeln. Wow. So. Hat nichts gebracht, wa? Ganz oldschool mit einer Sense, wie der Tod, höchstpersönlich. Aber das wird ihm auch nicht helfen. Zack. Vor allem, wenn ich das jetzt mit dem Abwehren so gut drauf habe. Kann ich den nicht? Doch, ich kann ihn sogar abwerfen. Ich kann auch mal den Ifrit zur Hilfe holen. Vielleicht bringt er was. Okay, jetzt steht er gerade da oben, das ist jetzt schlecht. Was macht er da? Ey, der lädt sich wieder auf, der Sack. Auf dich aufzuladen. Du Pisser. Der hat mich getötet. Du hast deinen Weg gewählt, Geist von Sparta. Kratos ist besiegt? Hallo? Das macht doch gar keinen Sinn. Naja, jetzt hängen wir hier rum. Auch nicht schön. Ich würde sagen, wir befreien uns mal. Komm schon. Okay, sehr gut. Da sind wir wieder frei. Kettenreaktion, ja. Lustig.
Kann man was mit denen machen? Ja, man kann sie hauen. Und dann kriegt man Energie, die wir auch dringend nötig haben. Okay, der Fährmann ist anscheinend noch ein wenig zu stark für uns, so wie es aussah. Ja. Das ist schlecht. So, noch eine Phönixfeder. Fehlen noch zwei und dann hätten wir auch alle von denen. Oh, ein Mann und eine Frau. Vielleicht ein Ehepaar. Naja, wen interessiert's? Tot. Ich habe sie nur erlöst. Genau wie die beiden. Okay, um mir geht's doch schon wieder ganz gut von der Energie her. Oh, jetzt wieder zwei Wege. Links oder rechts? Ich gehe erstmal rechts. Ich bin Rechtshänder, ich gehe rechts. Ich weiß, macht keinen Sinn, aber... Ich nehme das jetzt mal als Rechtfertigung dafür, dass ich rechts gehe. Bam. Okay, die haben da gar nichts drauf. Boah, ey. Bogenschützen, die ich euch hasse. So, tot, alles klar. Die werden schon mal erledigt. So. Und ihr auch. Und da kommen natürlich neue Bogenschützen. Warum auch nicht? Geht doch mal drauf, ey. Warum halten die zu viel aus? Ist doch nicht mehr feierlich. So, tot. Okay, aber geht's denn da weiter lang? Okay, hier haben wir eine Magiekiste, die können wir mitnehmen. Hier haben wir ein Tor, was ich nicht aufkriege, oder? Nee. Natürlich nicht. Gut, dann, ja, gehen wir mal woanders hin. Hier hängt noch eine Person. Ach, da auch noch zwei, aber ich habe ja erstmal genug. Von daher. Okay. Hier, im Tartarus, wo die Seelen der Bösen ewige Qualen erleiden müssen, schallten das Gejammer und Geschrei der Verdammten durch die Unterwelt. Die Tiefen des Tartarus, da haben wir ja auch schon öfters mal Besuche hingemacht in anderen Spielen. Und ja, deswegen kommt uns der auch allzu bekannt vor, der Ort, obwohl er nicht genauso aussieht wie in anderen Teilen. Aber naja. Was sind das jetzt für hässliche Viecher? So komische Halb... Ja, ich denke mal, das sind jetzt Harpien, oder? Die sehen zwar ziemlich anders aus, aber sie sind halb Mensch, halb Vogelvieh. Von daher würde das passen. Und natürlich genauso schwach. Die sind sowieso immer so schwach, die Harpien, egal in welchem Spiel. Ich glaube, die sind einfach nur da, um einen zu nerven. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Der Sinn von den Gegnern, erschließt sich mir. Hä? Aha. Okay, ich kann diese Ketten kaputt machen. Aber das bringt mir anscheinend nur Orbs, was? Oder schalte ich damit irgendwas frei? Das wäre jetzt mal interessant. Also ich nehme an, es ist nur für Orbs, weil was soll schon hier passieren? Soll ich dann die Welt aus ihren Angeln, schlagen oder wie? Aber es ist hier trotzdem überall. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich laufe nochmal zurück und mache die nochmal alle kaputt. Vielleicht kriegt man ja irgendwas. Außer Orbs. Da hängt noch eins an der Wand, aber das kann man nicht kaputt machen. Aber das kann man noch kaputt machen. Okay. Ja, ich muss den Teil jetzt auch langsam wieder beenden, deswegen das auch nicht so schlimm ist, dass ich hier jetzt... Dann kann ich auch zwischendurch mehr speichern und wir sehen uns dann im nächsten Teil da wieder, wo ich gerade wieder zurückgelaufen bin. Also bis dann, ciao!